Professor Tautz, Sie konnten auf dem Audi-Werksgelände ein neues Hobos aufbauen, ein sogenanntes Smart Hobos. Was unterscheidet dieses Smart Hobos von den bestehenden zwei Bienenstöcken, die Sie schon haben, von diesen zwei Beobachtungsständen? Also der Grundgedanke ist ausgehend von der Bienenwissenschaft, dass wir ein System entwickeln wollten, bei dem wir grundlegende Daten aus dem Inneren des Bienenvolkes im ungestörten Zustand, im bienenungestörten Zustand gewinnen können. Alles, was wir bisher an Erkenntnissen gewinnen konnten über das Leben der Honigbiene, findet unter eben bienenstörenden Bedingungen statt. Die Stöcke müssen aufgemacht werden, Licht wird hineingeschieden, also ist alles ein bisschen schwer einzuschätzen, was dann an dem, was wir beobachten, durch die Beobachtung selbst initiiert worden ist. Trotzdem haben wir bisher bei den bis jetzt existierenden Hobos-Bienenstöcken mit beimkerten Bienenunterbringungen gearbeitet, also Zargen verwendet, Rähmchen verwendet, wie der Imker eben seine Bienen unterbringt. Das neue System, was wir in Ingolstadt auf dem Werksgelände von Audi errichten werden, überlässt die Bienen vollständig sich selbst. Das heißt, die Bienen bauen ihr Nest, die kriegen keine Waben vorgegeben, keine Rahmen vorgegeben. Sie sind noch ungestörter, unbeeinflusster, als es bei den beiden bisherigen Bienenvölkern der Fall ist. Und da wird ja ziemlich Hightech eingesetzt, offenbar auch ein Industrieroboter von Audi. Können Sie das mal erklären kurz? Also wenn wir beobachten wollen, wie die Waben entstehen, wie die Bienen oder der Bienen sich auf den Waben dann organisiert, wie die Einteilung der Waben für die einzelnen Funktionen erfolgt und so weiter, ist es ja ein Vorgang, der 3D-mäßig im Raum sich abspielt sozusagen. Und da sind ortsfest montierte Kameras, ortsfest montierte Sensoren nicht sehr hilfreich, die ja dann immer nur eine Perspektive zeigen. Und diese Industrieroboter gibt ihnen die Möglichkeit, über den Computer ferngesteuert jeden Winkel sozusagen dieses 3D-mäßigen Bienenkomplexes zu beobachten. Und welche Resultate versprechen Sie sich am Schluss? Was ist Ihr Traum, das daraus rauskommt bei diesem Experiment? Also wir haben ja die Motivation dafür ist ja zweierlei. Das eine ist, wir wollen neue Grundlagenerkenntnisse gewinnen, also vor allem auch Erkenntnisse, die in die Praxis der Imkerei Einzug halten können. Und wenn wir uns überlegen, welche Komplexe den Bienen im Augenblick zusetzen, sind es zwei, die wir im Augenblick wenig beeinflussen können. Das eine ist die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird über weite Flächen, mit allen damit zusammenhängenden Problemen, große Monokulturen, Einsatz von Agrochemie und so weiter und so weiter. Der zweite Komplex sind Umwelteinflüsse wie Krankheiten oder Parasiten, die wir auch, wo auch noch keine wirklich überzeugende Lösung in Sicht ist. Und der dritte Komplex ist die Art der Bienenhaltung. Und es ist selbstverständlich, dass jeder Imker seine Bienen nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen hält und pflegt. Aber vielleicht macht es Sinn, sich mal die Frage zu stellen, wie viele der Details in der Bienenhaltung, im Unterbringen der Bienen eher eine Belastung für die Bienen als eine Hilfe darstellen. Und aus den Daten, die ein solches unmanipuliertes Bienenvolk abgeben kann, können wir vielleicht Erkenntnisse gewinnen, an welchen Stellen wir tatsächlich in der Haltung der Bienen die Bienen auch entlasten könnten. Sie haben es einmal pointiert formuliert, der größte Stress der Bienen ist eigentlich der Imker. Wieso stresst der Imker die Bienen und wie könnte er das vermeiden? Also es ist sagen wir so eine provokante Aussage, ist mir völlig bewusst. Und der Imker stresst nicht die Bienen in dem Sinne, dass er ihnen böse will. Aber Bienen sind, und das zeigt die Erfahrung, enorm belastbare Organismen
Und die Frage ist eben, an welcher Stelle in der Art der Haltung der Bienen könnten wir die Bienen entlasten? Ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben jetzt angefangen, auch ausgelöst aus der Erkenntnis, aus den Erkenntnissen, wie Bienen unter natürlichen Bedingungen eigentlich leben. Also die Frage ist, wie haben Bienen 30 Millionen Jahre gelebt und wie leben sie heute unter Imkerbedingungen? Und was sind wesentliche Unterschiede? Und da sind wir auf drei Unterschiede gekommen. Der erste ist die Geometrie des Raumes. Bienen sind ursprünglich Waldinsekten, lebten in hohlen Bäumen und in Baumhöhlen gibt es keine Ecken. Und keine Kante, es ist rund. Das ist jetzt kein anthroposophischer Ansatz, sondern es ist eine reine Bauphysik. Wenn ich runde Räume schaffe, vermeide ich zum Beispiel Kältebrücken. Und es ist so, wenn ich zwei gleich große Bienenvölker einmal in den standardmäßig verwendeten eckigen Zargen unterbringe und auf der anderen Seite in kugelförmigen Beuten, dann spare ich im Winter etwa 70% an Winterfutter. Zeigt also, dass die Bienen da sehr viel weniger gestresst eben über den Winter kommen können. Und das sind solche Ansätze, die wir eben jetzt in diesem freigebauten Bienenvolk noch im mehr Detail studieren wollen. Also es sind keine unlösbaren Probleme und keine Forderungen oder Vorschläge, besser gesagt, zur Umstellung zur alternativen Bienenhaltung. Es sind Kleinigkeiten, also genau darum geht es, wie können wir mit Kleinigkeiten die Bienen entlasten, dass sie mit den anderen Stressfaktoren, auf die wir weniger Einfluss haben, besser zurechtkommen können. Eine dieser Kleinigkeiten sind ja auch die Holzrähmchen, auf die wir unsere Bienen zwingen, in Anführungsschlusszeichen, in welche die Imker die Mittelwände einlöten. Die Holzrähmchen verhindern ja einen Teil mindestens der Kommunikation. Mit Kunststoffrähmchen würde das wahrscheinlich auch nicht viel besser. Der Imker kann aber auf die Rähmchen an sich nicht verzichten, zumindest nach dem heutigen System nicht. Sehen Sie da irgendeinen Ersatz für die Holzrähmchen? Im Prinzip nicht, aber ein Ersatz für die Art, wie Bienen untergebracht werden. Bienen werden ja untergebracht unter Aspekten, die für die Imker praktisch sind. Also wenn die Regel heißt einfach imkern, meint man einfach für die Imker, nicht unbedingt einfach für die Bienen. Und ein Ziel des Imkers ist natürlich Honiggewinnung, um wenigstens einen Teil seiner Unkosten, die ja der Allgemeinheit eigentlich zur Verfügung gestellt werden, wieder hereinzuholen. Wir arbeiten gerade an einem System, in dem Bienen auf runden Rahmen untergebracht werden. Da wohnen sie, hier ihren Wohnraum, den sie klimatisieren, den sie entsprechend ausstatten können. Und darauf aufgesetzt wird der klassische Honig, die klassische Honigtage mit eckigen Rähmchen. Das heißt, die Bienen wohnen auf Waben gestalten, die ihrem natürlichen Nest nachempfunden sind. Der Honigraum, der für den Imker interessant ist, der bleibt klassisch viereckig zum einfachen Ausschleudern der Rahmen. Da werden weiter diese viereckigen Holzrahmen eingesetzt, aber eben in einem Nestbereich, in dem die Bienen eigentlich nicht ihr Leben fristen. Sie haben ja diese Bienenkugel, heißt das Teil von Andreas Heidinger, haben Sie mitgestaltet oder mitentwickelt. Können Sie sich vorstellen, dass das die Beute der Zukunft ist? Also ich bin spät eingestiegen bei Herrn Heidinger, der diese grundlegenden Ideen und die ersten wichtigen Entwicklungsschritte gemacht hat. Und als Wissenschaftler ist man skeptisch. Also ich habe im Laufe meiner Karriere schon sehr viele Vorschläge zu hören bekommen, wie man Bienen unterbringen kann. Dieser Weg überzeugt mich außerordentlich aus physikalischen Gründen und aus biologischen Gründen. Es hat sich ja im Prinzip bei den Magazinbeuten nichts verändert, seit Langstroth 1851 und Dadant 1863 ihre Magazinbeuten entwickelt haben. Müsste man eigentlich endlich einen mutigen Schritt nach vorne machen und sagen, jetzt schmeißen wir das Zeug in die Ecke und jetzt stellen wir zum Beispiel alle auf Bienenkugel um oder auf irgendein ähnliches System? Das sagen Sie so und da ist viel Wahres dran im Grunde genommen. Also
Nicht wenige Imker äußern sich so, dass sie sagen, wenn wir so weitermachen wie im Augenblick, fahren wir alles an die Wand sozusagen. Und der momentane Stand sozusagen der Erkenntnis ist der, dass wir tatsächlich über diese Kugel, ich habe ja nur über einen Aspekt im Augenblick geredet, nämlich über die Raumgeometrie, kommen noch andere wichtige Aspekte hinzu, die in der Summe tatsächlich eine sehr bienenfreundliche Wohnumgebung schaffen. Das Entscheidende, sagen wir es so, ich kenne niemanden, ich fange nochmal anders an, ich kenne viele Imker, die umgestiegen sind auf neue Methoden sozusagen, die in der Regel enttäuscht aufgeben. Sie sagen, das ist ja kein Fortschritt, das ist umständlicher, das ist kostspieliger, ich gewinne nichts dadurch. Ich kenne niemanden, der mit der Kugel angefangen hat, es sind mittlerweile etwa 100 mit den Daumen geschätzt, die im Einsatz sind, der nicht total begeistert und überzeugt davon ist und sagt, das ist die Methode, dabei bleibe ich. Jetzt sind wir ja hier in der Schweiz und seit etwa 1860, als der Schweizer Kasten entwickelt wurde, sind etwa zum heutigen Zeitpunkt, schätze ich, etwa 50% der Schweizer Imker in diesem Schweizer Kastensystem. Hat sich der überlebt, noch mehr überlebt, als die Magazinbeuten? Oder sehen Sie eine Zukunft, weil er doch ja schmaler ist und eher an einer ursprünglichen Bienenbehausung angepasst? Also ich könnte mir sogar als eine perfekte Lösung eine Kombination zwischen beiden Systemen vorstellen. Das heißt also für als Hauptwohnraum für die Bienen eine kugelförmige Umgebung und die Imker, die Honigräume dann dem Schweizer System nachempfunden. Themenwechsel zu den Bienen selbst. Sie haben einmal erklärt, dass die Bienen genetisch verarmt sind und das stimmt sicher. Wir haben in der Schweiz 70% Carnica schätzungsweise, 20% Mellifera und 10% Backfast, respektive im Süden, also in Südschweiz sind das Ligustica. Die Mellifera und die Ligustica, die sind ja hier verankert, die haben doch, sollten doch eigentlich eine große genetische Vielfalt haben. Oder ist das ein Irrtum von Halblaien, von Imkern? Also generell die Genetik der Bienen ist extrem komplex, extrem kompliziert, viel komplizierter als bei anderen Organismen, schon bedingt durch die Tatsache der Vielfachbegattung der Königin, die ja genau als Ziel hat, eine breite genetische Palette in jedem Bienenvolk zu repräsentieren. Züchten, künstliche Besamungen, genau in die entgegengesetzte Richtung, als die von der Natur gewollt ist, sozusagen. Also auch da gilt, je weniger man eingreift, indem man der Natur ihr Spiel überlässt, desto eher ist man auf der sicheren Seite in der ganzen Angelegenheit. Dann wäre eigentlich, und das ist jetzt ein Politikum, da wagen wir uns jetzt aufs Glatteis, wäre doch das Beste, wenn man, wie in der Schweiz schon angefangen, in einigen Regionen, wenn man eigentliche Schutzgebiete zum Beispiel für Mellifera machen würde, andere für Ligustica, damit dort wirklich Standbegattung stattfinden kann. Also als Biologe würde ich sagen, das ist genau der richtige Weg, den man gehen muss, wenn man eben die Kräfte und die innere Regulationsmechanismen der Natur nutzen möchte. Dann nochmals eine regionale Frage zur Schweiz. Wir haben in der Schweiz eine sehr hohe Bienendichte. Also wir haben 4 Völker pro Quadratkilometer. In Deutschland sind es 2 Völker pro Quadratkilometer. In anderen Ländern noch viel weniger. Könnte das ein Problem sein für den Stress, den unsere Bienen hier haben, dass wir auch relativ hohe Völkerverluste haben? Also rein rechnerisch ist natürlich schon so, je größer die Ausgangsbasis ist, also je mehr Völker da sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da auch entsprechend hohe Verluste eintreten. Aber eine hohe Besiedlungsdichte führt zu kein unlösbaren Konkurrenzverhalten unter den Bienenvölkern. Dann die Schlussfrage noch, etwas ganz anderes. Was können wir Menschen von den Bienen abschauen? Oder lernen, sagen wir es so. Ja, da kann man schnell philosophisch werden, natürlich. Aber ein Punkt, der uns alle ja immer mehr unter den Nägeln brennt, ist, dass wir unsere Erde, die Natur ausbeuten, also nicht nachhaltig
Landwirtschaften, das machen die Bienen. Also die Bienen sorgen dafür, durch ihre Verhaltensweise, durch ihre Beziehung zu den Blütenpflanzen, dass sie auch für die Zukunft eine Basis garantiert haben. Das tun wir Menschen leider nicht.